Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal ein aktuelles Favoritenvideo in diesem ganzen Kontext persönliche Weiterentwicklung, Entspannung, darum, wo es halt auch hier um die Dinge, auf die es meinem... Was ist für ein Deutsch? Es geht um all die Dinge, auf die es hier, um die es hier thematisch auf meinem Kanal auch geht. So, jetzt habe ich es. Und ich habe eine kleine Notiz dazu geschrieben und gehe so verschiedene Thematiken durch, die einfach gerade bei mir persönlich sehr präsent sind, wo ich viel mitmache, wo ich vielleicht auch Neues entdeckt habe, was ich mit euch teilen möchte oder alte Favoriten, die ich mit euch teilen möchte. Genau. Und wir starten mit dem Thema Somatic Practice. Ich habe das immer mal schon so in verschiedenen Videos angerissen. Bei Somatic Practice geht es im großen Kontext um unser Nervensystem und um die Regulation unseres Nervensystems. Und dass das oftmals völlig überlastet ist und nicht mehr so richtig funktioniert, wie es mal gedacht war. Videos, die da thematisch zum Beispiel reingehören, sind das neurogene Zittern, der Vagusnerv und Somatic Practice Übungen. Da gibt es ganz viele verschiedene. Und das sind so somatische Übungen oder auch Embodiment, wo man Gefühle hochkommen lässt, fühlen lässt, wo man die durch den Körper fließen lässt, im Körper verarbeiten lässt, durch Bewegungen, durch Tönen, durch Atmen, durch ganz viele verschiedene Dinge. Und da kann ich euch sehr die Nervensystem Academy von Anna empfehlen. Mit der bin ich jetzt schon, ich glaube, seit letztem Jahr Oktober unterwegs. Und das ist das, was für mich am meisten Effekt hat. Und zwar habe ich immer, sobald Anna auch nur anfängt zu sprechen, fange ich an zu gähnen und kriege den Mund bald nicht mehr zu. Und gähnen ist unter anderem ein Zeichen für Release, also da wird was aus dem Körper entlassen, aber auch Integration. Und das mache ich unheimlich gerne, sie hat eine ganz, ganz tolle Art. Ich verlinke euch dazu am besten den Instagram-Account. Da könnt ihr mal gucken und man kann bei Anna verschiedene Mitgliedschaften auch buchen, was ich auch schon gemacht habe, und damit ihr reisen und halt mal so reinschnuppern. Wie macht die das? Was ist Somatic Practice? Was hat es auch für einen Einfluss auf meinen Körper dann im Alltag? Aber Somatic Practice so im Ganzen im Allgemeinen möchte ich euch unbedingt empfehlen. Es gibt auch speziell ausgerichtetes Yoga, was so somatische Übungen enthält. Wenn ihr zu diesem großen Thema nochmal Fragen habt, wenn ich da nochmal so ein bisschen expliziter drauf eingehen soll, dann schreibt mir das super gerne unten in die Kommentare. Aber gerade zum Thema Somatic Practice möchte ich euch die Nervensystem Academy von Anna empfehlen. Das ist gerade mein aktueller Favorit. Dann, das hatte ich im letzten Vlog schon mal angesprochen. Ich habe vor Jahren mal meinen Human Design Typ bestimmen lassen und hatte da auch ein erstes kleines Reading und war aber gar nicht so tief drin in dem Thema. Und irgendwie bin ich dann mit meiner Freundin Yvette da so wieder drauf gekommen und dann hatte ich jetzt zwei Readings bei ihr und ein drittes steht noch aus. Jetzt war ich auch so vom Kopf her so weit, mich darauf einzulassen, glaube ich, und habe in diesen, also Human Design, wer das vielleicht noch gar nicht kennt. Jeder ist auf eine ganz bestimmte Art und Weise gewollt, so wie er auf die Welt kommt. Und das ist in unserem Human Design festgeschrieben. Es gibt verschiedene Typen, wer sich ein bisschen auskennt. Ich bin manifestierender Generator. Und man kann so viel aus dem Human Design rauslesen. Also erstmal, diese verschiedenen Typen sagen ganz viel über deinen Energietypen aus. Also woraus ziehst du Energie? Wie gehst du am besten mit deinem Energiehaushalt um? Finde ich super wichtig. Aber auch, wie du zum Beispiel Entscheidungen triffst. Das war ja bei mir jetzt so ein großes Thema in den letzten Monaten, dass ich übe, meine Entscheidungen nur noch nach meinem Human Design Typ zu treffen. Du kannst dort aber auch ablesen, wie du am besten lebst, arbeitest, mit welchen Menschen du dich umgeben solltest oder umgibst, um einfach ein gutes, glückliches Leben zu leben, so wie das für dich geplant war. Wie du arbeiten kannst, was auch immer. Also eigentlich jegliches Thema, würde ich behaupten, könnte man im Human Design ablesen und dir sagen, hey, so ist das bei dir gedacht, so solltest du das machen, auf diese Art und Weise. Mega. Also bei mir ist zum Beispiel ein großes Thema Individualität, Kreativität. Genau. Also da bin ich nochmal viel tiefer eingegangen
auf mein persönliches Human Design, einem Human Design Reading, was wie gesagt meine Freundin Yvette macht, die ich euch da schon ganz oft empfohlen habe und auch sie verlinke ich euch unten in der Infobox, da könnt ihr euch das nochmal angucken. Einfach um mal zu wissen, hey, wie funktioniert mein Energiehaushalt am besten? Wie treffe ich am besten Entscheidungen? Das sind so diese großen Themen, die ich hatte und dann sind wir halt noch tiefer in andere Sachen so punktuell eingestiegen. Das ist einfach super spannend und wenn man sich dann darauf einlässt und danach lebt, so viel einfacher, mit viel weniger Konflikten mit sich selbst vor allen Dingen. Also das war ein Thema, was sehr präsent war in letzter Zeit, Human Design bei mir. Dann möchte ich euch zwei Bücher zeigen, stellvertretend eigentlich für alle Workbooks dieser Frau. Und zwar geht es um Alina Pom. Ich habe euch, glaube ich, auch schon, also einmal Minimum, das war, glaube ich, mein allererstes Video zum Thema Manifestieren und da habe ich euch ihr Workbook zum Thema Manifestieren vorgestellt. Ich habe, also wie gesagt, was zum Thema Manifestieren von ihr gemacht. Ich habe einen Workshop zum Thema Manifestieren mit dem Mond nochmal gemacht. Ich habe einen Workshop von ihr gemacht zum Thema Geld, Finanzen, Fülle. Und hier, das sind so, ne, wer jetzt vielleicht auch ein bisschen kleiner einsteigen möchte, auch mit ein bisschen alltäglicheren Themen, ne? Nicht gleich manifestieren oder so, habe ich hier einmal ihr Selbstliebe-Workbook und Journal und das hier ist das Innere Kind befreien-Workbook. Und wir können mal in eins so reinschnuppern. Wir starten mal mit dem Selbstliebe-Workbook. Also es ist wirklich Anwendung, pure Anwendung. Also ihr habt wirklich immer, also hier sind auch Affirmationen dabei, ne? Wirklich Übungen, mit denen ihr direkt sofort arbeiten könnt und euch das alles hier eintragen könnt. Das ist immer super süß gestaltet. Da sind Affirmationskärtchen dabei, da sind Meditationen mit drin, ein Gefühlsrad. Genau, Umgang mit Emotionen, Mood Tracker. Hier so ganz, also es ist super spannend, super vielseitig auch. Und wie gesagt, dieses Anwenden, nicht nur einen Ratgeber zum Thema Selbstliebe lesen und dann haben die auch so ihre Tipps und so, sondern wirklich direkt da reingehen und mit diesem Buch arbeiten. Und auch das Workbook zum inneren Kind. Also es sind beides Themen, die ich immer absolut empfehlen würde. Kümmert euch um eure Selbstliebe, Selfcare und arbeitet mit eurem inneren Kind, wenn ihr euch dem gewachsen fühlt. Und hier ist nochmal wesentlich mehr Input und Infos zu dem Thema, als jetzt zum Beispiel beim Selbstliebe-Workbook, aber auch immer die direkte Anwendung. Wirklich immer konkrete Übungen mit dabei, was ihr wirklich schon direkt in das Buch mit reinpinseln könnt. Das finde ich auch immer so klasse, so praktisch, ne? Und diese Umsetzung ist das Wichtige. Wir können so viel lesen, aber die Umsetzung ist am Ende das Wichtige, dass ich mich hinsetze und über diese Frage nachdenke und über diese Frage journal, dass ich mir darüber Gedanken mache, dass ich das festhalte, dass ich mir To-Dos zum Beispiel überlege, was ich demnächst anders machen möchte und so weiter und so fort. Das ist so, so, so wichtig. Also auch von Alina Pom verlinke ich euch einiges unten in der Infobox. Dann habe ich mir noch ein Buch aufgeschrieben und zwar die 1%-Methode. Also wenn ihr interessiert daran seid, wie kann ich effektiver neue Gewohnheiten etablieren, sei das jetzt, ich möchte abnehmen, ich möchte nicht mehr rauchen, ich möchte besser lernen, ich möchte, weiß ich nicht, im Job erfolgreicher sein, was auch immer, oder ich möchte Meditation oder Yoga als Routine, als Gewohnheiten etablieren, dann finde ich die 1%-Methode wirklich sehr empfehlenswert, das zu lesen und anzuwenden und mit diesen Methodiken neue Gewohnheiten zu etablieren. Ich habe zur 1%-Methode ein ganz ausführliches Video auf meinem Buchkanal gemacht. Das würde ich euch einfach hier unten nochmal mit verlinken. Auch das Buch dazu, das ist auch ein sehr gehyptes TikTok-Buch. Fand ich wirklich gut, kann ich euch sehr zu dieser Thematik empfehlen. Dann möchte ich euch zeigen, stellvertretend, und das sind ja meine All-Time-Favorites seit vielen Jahren, ätherische Öle, die ich immer noch täglich benutze. Ich habe jetzt mal stellvertretend Peace rausgeholt. Den benutze ich sehr, sehr gerne am Abend auf den Fußsohlen. Und ich benutze, seit ich ätherische Öle benutze, auch kein Parfüm mehr, sondern habe jetzt hier zum Beispiel Zitrusblumen, was ich mir auftrage. Und ätherische immer für alles. Stärkung der Immunabwehr, Entspannung sowieso, jegliches Gefühl, was verarbeitet werden will, unterstütze ich mit ätherischen Ölen. Bei mir, bei den Kindern, also immer seit so vielen Jahren. Und ich persönlich mache aber keine Beratung mehr dazu, aber eine Freundin von mir noch. Und deswegen verlinke ich euch einfach ihr Instagram-Profil. Wenn ihr Fragen zum Thema doTERRA, ätherische Öle habt,
könnt ihr sie anschreiben und die hilft euch da super gerne weiter. Ich persönlich mache das aber nicht mehr. Und, das ist jetzt die letzte Sache, habe ich Ende letzten Jahres für mich entdeckt. Und zwar Julia von Julia Spiritual Living. Vielleicht kennt ihr die noch. Wenn ihr mir schon lange folgt, wisst ihr, dass es mal ein gemeinsames Video mit ihr auf meinem Kanal gab. Und ich bin jetzt so erst wieder in ihrem Feld und gucke, was sie so macht. Und habe da für mich entdeckt, die Meditation, die sie macht. Also ganz tief drin im Thema Weiblichkeit, weibliche Ermächtigung, Gefühle fühlen, was da eben so da ist. Und bin da sehr tief drin in ihren Meditationen, die ich sehr, sehr gerne mag. Die sehr empowernd sind, sehr machtvoll sind. Und ihre Dance Flows. Also es geht auch wieder so in die Richtung Somatic Practice, Embodiment. Ich habe da eine Emotion, ich habe da ein Gefühl. Und das möchte ich verkörpern und damit verarbeiten. Und diese Dance Flows, die sind maximal so 10 Minuten. Das bekommt man immer irgendwo. Mein Akku ist gleich leer, deswegen ist mein Licht ausgegangen. Das bekommt man immer irgendwo so mit reingequetscht in den Alltag. Deswegen liebe ich das so. Sie ist selber Mama, sie weiß, wie man das machen muss. Und auch dazu verlinke ich euch mal ihr Instagram-Profil von Julia Spiritual Living. Also wenn ihr da Bock habt, guckt da einfach mal. Folgt den Leuten mal und dann schaut mal, was euch davon vielleicht interessiert, was euch gefällt, was ihr nutzen wollt. Das sind meine aktuellen Favoriten und meine Empfehlungen an euch. Schreibt mir doch gerne, was ihr gerade aktuell empfehlen könnt. Gerne macht, was so eure Favoriten sind, unten in die Kommentare. Ich verlinke euch alles erwähnt in der Infobox. Wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Abend und bis bald. Tschüss!